Nun, der freiheitliche Generalsekretär Hafenecker, der vielleicht noch einen Zettel vergessen hat. Es ist kein Tafel jedenfalls. Herr Bundeskanzler, werte Regierungsmitglieder, Hohes Haus, auch ich stehe nicht an den Opfern dieser schrecklichen Flutkatastrophe und vor allem auch jenen, die Familienmitglieder verloren haben, mein Mitgefühl auszudrücken. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Einsatzkräften bedanken. Erst heute, als ich hier ins Parlament gefahren bin, habe ich einen Katastrophenhilfszug aus Kärnten auf der anderen Seite der Autobahn in Richtung Niederösterreich fahren sehen. Auch meine eigene Feuerwehr, die Feuerwehr Kambeck, ist heute nach Melk ausgerückt, um dort Katastrophenhilfsdienst zu leisten. Also es ist unglaublich, was hier geleistet wird und wie dieses Land auch zusammenhält. Danke daher nicht nur an die vielen Einsatzkräfte von Polizei, Bundeswehr, Rettung, Feuerwehr und so weiter, sondern auch an die Familien, die zusammen jetzt den Schaden wegräumen. Ich bin in der eigenen Familie diesbezüglich betroffen. Ich weiß, was das die letzten Tage geheißen hat. Und da sieht man, dass ein Land auch zusammenarbeiten kann und dass man imstande ist, so etwas auch wieder zumindest einmal vordergründig in Ordnung zu bringen und die Schäden einmal zu beseitigen. Fakt ist aber auch, dass noch viele Schäden gar nicht erhoben sind und daher auch noch viel finanzielle Hilfe notwendig sein wird. Und wissen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren im Hohen Haus, deswegen habe ich es auch für einen richtigen und wichtigen Entschluss empfunden, dass wir den Wahlkampf gestoppt haben, dass man gesagt hat, die Menschen haben jetzt andere Sorgen als Politduelle im Fernsehen. Es geht jetzt wirklich darum, das Hab und Gut zu sichern und hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen oder beziehungsweise jetzt auch die Dinge wieder zusammenzuräumen. Und ich finde es schade, dass sich nicht alle daran gehalten haben. Es ist teilweise auch die Situation ausgenutzt worden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft der Herr Babler tatsächlich mit seiner Feuerwehr ausgerückt ist. Ich finde es aber interessant, dass er jetzt wieder seine Feuerwehruniform gefunden hat, dass er versucht hat, da mit einem eigenen Presseteam auch entsprechende Fotos zu generieren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es schade, ich bin selbst bei der Feuerwehr, ich weiß, ich bin schon länger nicht mehr ausgerückt und habe solche Fotos bewusst nicht gemacht. Ich habe versucht, anders zu unterstützen, habe das auch getan. Aber auch die Frau Ministerin Gewessler zu meiner Linken hat sich nicht an Absprachen gehalten, den Wahlkampf zu stoppen. Es hätte am vergangenen Sonntag eine Diskussion auf Puls 4 gegeben. Alle Parteien haben dort abgesagt, weil man gesagt hat, man hat in diesem Land andere Sorgen. Sie haben die beste Fernsehzeit benutzt, um in eigener Sache dort ein Fernsehinterview zu geben, Frau Minister. Ich finde das schäbig und schade, muss ich Ihnen hier ganz ehrlich sagen. Generell, meine sehr geehrten Damen und Herren, bin ich erschüttert, was in den sozialen Medien gerade hier abläuft. Da wird einzelnen Parteien wird die Verantwortung an diesem Hochwasser zugeschoben, gerade hier von der linken Seite. Es ist unerträglich, was man hier lesen muss. Zum Beispiel, wenn Ihr Säulenheiliger, der Herr Klenk vom Falter, schreibt, der freut sich schon auf Kickels Wahlkampfauftritt im abgesoffenen Burgersdorf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann vermisst sich hier von Ihrer Seite einmal die Zurechtweisung dieser Herrschaften, die moralische Instanz ja immer selber gern spielen wollen. Wenn ich von der Natascha Strobel, die im Wahlkampfkomitee vom Herrn Babler sitzt, lese, dass sie sich de facto über den ersten Klimalockdown freut, dann vermisse ich hier Ihre Kritik, auch innerparteilich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was der Herr Miesig alles aus Haus der Fressener Linke alles schreibt, das möchte ich Ihnen jetzt hier ersparen. Aber wissen Sie, mit uns Politikern kann man es vielleicht noch machen. Aber was das wirklich ist, das ist purer Zynismus mit den Opfern dieser Katastrophe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da ist aus meiner Sicht auch dann der Spaß wirklich vorbei. Und wenn also jetzt der ÖVP und der FPÖ hier die Verantwortung für die Katastrophe zugeschoben wird, und das kommt vor allem aus Ihrer Seite oder von Ihrer Seite, dann möchte ich Ihnen auch hier eines dazu sagen. Ich denke, es sind Helfer aus allen Parteien, bei Freiwilligenorganisationen und sonstigen. Auch die verhöhnt man damit mit diesem Diskurs in den sozialen Medien. Und ich möchte wirklich bitten, auf Ihre Herrschaften, die sich da jetzt auf Twitter und auf Facebook und sonst wo auslassen. Ich möchte wirklich bitten, dass Sie auf diese Herrschaften einwirken und einmal darum ersuchen, einmal kühlen Kopf zu bewahren und Respekt den Opfern und vor allem auch den Helfern entgegenzubringen. Das ist wirklich mein großes Anliegen. Ich bin selbst dann
Hochwassereinsätzen beteiligt gewesen in der Vergangenheit. Ich habe immer gesehen, erstens einmal, wie groß das Schadensbild dort ist und in weiterer Folge habe ich auch gesehen, wie sehr die Menschen dort vor Ort betroffen gewesen sind. Und gerade in meinem Bezirk Lilienfeld habe ich auch gesehen, wie viel Herzblut die Leute wieder reinstecken mussten, um ihr Haus wieder zu errichten, um es wieder bewohnbar zu machen. Und ich habe auch mit den Leuten im Nachhinein gesprochen und herausgefunden, dass sie sehr oft und meistens von der Politik im Stich gelassen worden sind. Es gibt immer die politischen Versprechen, Fakt ist aber, dass man dann im besten Fall vielleicht 10% des Schadens in irgendeiner Art und Weise als Bittsteller ersetzt bekommt. Sehr geehrte Damen und Herren von der Bundesregierung, das ist Faktum. Der Clubobmann Kickl hat bereits davon gesprochen, dass wir die Schäden in Kärnten haben, wo die Leute noch immer auf ihrem Schaden sitzen. Wir haben das Gleiche in der Steiermark. Ich darf auf Tirol, auf Wörgl aus dem Jahr 2005 verweisen, wo man heute noch auf die Hochwasserschutzbauten wartet. Alles das hat nicht stattgefunden. Und ich würde wirklich dafür appellieren, dass man jetzt einmal hergeht und auch diese Versprechungen, die man gerade in so einer Situation macht, dann schlussendlich auch einhält. Und genau deswegen braucht es auch den Rechtsanspruch, den Clubobmann Kickl vorher gerade ins Treffen geführt hat. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Bodenverbrauch, weil es wichtig ist. Also ich habe mir gerade angesehen, wie der Bodenverbrauch zum Beispiel in der Stadt Innsbruck aussieht, wo der Herr Willi immerhin seit 5 Jahren Bürgermeister ist, hat man einen zusätzlichen Bodenverbrauch von 10,5%. Man sieht also, es ist nicht immer ganz einfach. Der Süden von Wien, auch hier dort, wo starke Überflutungen stattgefunden haben, ist de facto ein 20 Kilometer langes Einkaufszentrum, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und auch da muss man mal wirklich drüber sprechen, ob es wirklich so weitergehen kann, dass Bürgermeister oft auch aus Profitgier und sonstigen, dass man einfach diese Widmungen frei vornehmen kann und damit immer mehr Flächen hart versiegelt. Weil wir wissen eines schon, dort ist es dann notwendig, die entsprechenden Schutzbauten zu machen. Dort ist es dann nötig, Vorkehrungen zu treffen. Und ich denke, das sollte uns spätestens der Fall vom Gemeindebundpräsident Riedl zeigen, wo dann Widmungen immer unter Freunden gemacht werden, dass es damit Schluss sein muss. Warum? Denn eine Baulandmietung ist aus meiner Sicht was sehr, sehr Ernsthaftes und die Bürger, die sich diesen Baugrund dann kaufen, müssen auch sicher gehen können, dass sie auf einem sicheren Gebiet bauen. Und da ist mir nicht so wichtig, dass der eine Freund dem anderen das Grundstück widmet und der dann den Profit macht und die Allgemeinheit schlussendlich dann die Schutzbauten dafür bezahlen muss und sicherstellen muss. Also ich glaube, da ist es einmal klar, dass man hier eine Trendwende braucht. Und das Weitere ist natürlich auch dazu, dass wir wirklich sicherstellen müssen, dass die Menschen zu dem Geld kommen. Vielleicht noch abschließend ein Wort zum Kollegen Stocker. Der Rechtsanspruch, Kollege Stocker, führt nicht automatisch vor Gericht, sondern er führt nur dann vor Gericht, wenn Sie den Herrschaften, die diese Hilfe benötigen, den Zugriff auf diese Hilfe verweigern. Wenn es Ihr Ansinnen ist, dass Sie jetzt schon alle vor Gericht schicken wollen, damit Sie ein Geld von der Republik bekommen, dann haben Sie falsch verstanden, was Clubobmann Kickl vorher gerade gesagt hat. Wir brauchen jetzt schnelle, unkomplizierte Hilfe, wir brauchen jetzt auch Kontozahlungen, alles das ist nötig. Niemand will ein Hochwasseropfer vor Gericht sehen, das antizipieren Sie jetzt völlig falsch, Herr Kollege Stocker. Also ganz ehrlich, da erwarte ich mir wirklich jetzt diesen Schulterschluss, den Clubobmann Kickl vorher auch erwähnt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus diesem Grund bringe ich auch einen Entschließungsantrag des Abgeordneten Hafenecker und weiterer Abgeordneter ein, betreffend Schaffung eines Rechtsanspruches auf Entschädigung für Katastrophenschäden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, in der der Rechtsanspruch auf umfassende Entschädigung aus Bundesmitteln für Betroffene von Katastrophenschäden geschaffen wird. Christian Hafenecker hat nun jenen Antrag eingebracht, von dem Clubobmann Herbert Kickl vorher gesprochen hat. Es geht um einen Rechtsanspruch für die Erstattung von Schäden nach Katastrophenereignissen. Die wir jetzt führen, haben natürlich so Ausdrucksweisen wie, das ist schäbig, keinen Platz, ich habe keinen Ordnungsruf jetzt erteilt. Aber ich wollte nur auch für den weiteren Verlauf der Debatte darauf hinweisen und Sie aufmerksam machen.